Das hier ist die kleinste Spiegelreflexkamera der Welt mit Wechselobjektiven. Aber bevor es gleich losgeht, ganz am Anfang mal ganz kurz, könnt ihr bitte dieses Video liken und wenn ihr Bock habt, mir auch folgen. Das wäre richtig cool, das würde mir total helfen, solche Videos zu machen. Das macht auch Spaß und so weiter, aber es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn Leute das auch zu sehen bekommen. Und ihr wisst, wie das Spiel läuft. Man wird eher ausgespielt, wenn man halt viel Aufmerksamkeit bekommt durch Likes, Kommentare und so weiter. Also tut mir doch den lieben Gefallen und macht das bitte doch kurz. Dankeschön. Das ist also die kleinste Spiegelreflexkamera der Welt, die Auto Pentax Auto 110. Und das ist hier das Nachfolgermodell, beziehungsweise eine geupgradete Version, die Auto 110 Super. Und hier nochmal mit dem Winder-Griff dran. Den kann man abschrauben. Die Super-Variante hat so ein paar kleine, aber feine Upgrades, die schon ganz nützlich sind. Und deswegen würde ich diese Variante immer der hier vorziehen, auch wenn das natürlich der OG ist hier. Und die ist auch nochmal ein ganz, ganz bisschen kleiner als die Super-Variante. Aber das merkt man eigentlich kaum. Die fühlt sich auch ein bisschen billiger an, muss man sagen. Und die Unterschiede sind ganz einfach. Zum einen habe ich hier oben die Auswahlmöglichkeiten zwischen drei Optionen und hier oben habe ich gar keine Auswahl für irgendeine Option. Hier kann ich halt aufziehen und auslösen und hier kann ich einen Lock-Modus einstellen. Das heißt, die Kamera hat eine Auslösesperre, was ganz praktisch sein kann, wenn man die zum Beispiel in der Hosentasche hat. Dann den Automatik-Modus. Die Kameras funktionieren ausschließlich im Automatik-Modus. Man kann also nichts einstellen. Das ist also der Fotomodus sozusagen. Und dann gibt es noch einen S-Modus für Selbstauslöser. Damit, wenn man jetzt aufzieht, die ist schon aufgezogen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann leuchtet hier vorne ein LED und man hat einen 10-Sekunden-Timer, um zum Beispiel dann ins Bild zu laufen oder so, wenn man ein Gruppenfoto macht und mit drauf sein will. Na gut, das ist natürlich auch ein bisschen dunkel. Nicht besonders spektakulär. Aber ich meine, was will man erwarten? Es ist ja winzig, alles winzig. Ich habe ja beide Versionen aus Versehen gekauft. Ich würde aber trotzdem immer die Super-Variante bevorzugen, wenn ihr die Auswahl habt. Ach genau, auch ganz wichtige Funktion. Naja, wobei, es ist eine coole Funktion, die Super-Variante auch hat. Und zwar hat die hier vorne noch eine Belichtungskorrektur, wenn ihr gegenlichtig fotografiert. Und zwar um den Faktor 1,5 wird dann überbelichtet. Je nachdem, welche Belichtung die Kamera quasi berechnen würde, mal 1,5. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Habe ich aber noch nie benutzt. Das sind die anderen Optionen wichtiger, finde ich. Naja, das hat die hier natürlich auch nicht. Also die hat einfach gar nichts. Die Pentax 110 ist nicht nur super klein, es ist eine echte SLR. Das heißt, man kann die Objektive wechseln. Und das finde ich schon richtig krass. Es gibt für diese Kamera 6 offizielle Objektive von Pentax. Mit diesem Mount speziell. Man kann diese Objektive übrigens auch an große Kameras dran mounten mit so einem Adapter. Die sind auch echt nicht so schlecht. Und ich habe 3 dieser Objektive. Ich wollte noch unbedingt das 70mm haben. Ich blende hier mal ein, welche Objektive es gibt. Und ich habe hier 3 davon. Also ich habe manche auch öfter, wie ihr seht. Ich habe so 2 Pakete gekauft davon bei eBay. Und deswegen habe ich einige Sachen doppelt und so weiter, weil ich wollte halt möglichst viel Zubehör haben. Und davon gibt es einiges. Naja, und ich habe hier das 24mm Objektiv, das 50mm und das 18mm und umgerechnet auf 35mm äquivalent entspricht das ungefähr eben das 24er ungefähr ein 50er, das 18er ungefähr einem 30er und das 50er ungefähr einem 100er. Und damit hat man schon eine riesen Bandbreite abgedeckt. Man muss auch wirklich nochmal ganz klar sagen, das ist keine Spielzeugkamera oder kein Gag oder so, sondern das ist eine richtige Kamera für erwachsene Leute entwickelt. Das merkt man vor allem dann auch am Zubehör. Also die Objektive hatte ich ja schon erwähnt. Aber für die Objektive gibt es zum Beispiel auch diese aufschraubbaren Gegenlichtblenden. Die sind so, also ich sag's jetzt einfach mal, woran mich das erinnert, wie so eine Vorhaut aus Gummi, die man dann so hochstülpen kann. Und dann ist es hier so eine Gegenlichtblende. Aber ich finde es irgendwie eigentlich ganz clever gemacht. Und das habe ich hier auch für das Objektiv hier, ist ein bisschen größer dann. Und das ist schon ganz geil eigentlich. Man ist auch ein riesen Objektiv, das ist 50mm 50 zu 8 auf dieser kleinen Kamera. Und dann gibt es noch
Blitze. Es gibt zwei offizielle Blitze. Ich habe einen Blitz, den halt zweimal dann, aber der funktioniert auch noch. Den kann man drauf machen. Das ist der ein bisschen bessere Blitz, also etwas stärker. Und dann gibt es diesen super geilen Winder, diesen automatischen. Und den würde ich auch jedem empfehlen, der diese Kamera benutzen will. Ich mache das mal hier drauf. Also den schraubt man hier einfach dran, wie so ein Batteriegriff eigentlich. Und mit diesem Winder wird das ganze Ding zu einem automatischen, also zu einem, hat man eine Automatikfunktion. Das heißt, nach jedem Foto schiebt sie den Film automatisch weiter. Und ihr seht, so kann man halt so einen Film auch ziemlich schnell durchballern. Dann, also den benutze ich tatsächlich, oder habe ich auch öfter benutzt dann auch. Vor allem dann ist sie immer noch sehr kompakt. Dann kann man natürlich noch diesen geilen Blitz draufbauen. Na, der geht sogar noch. Es wird dann schon nicht mehr so kompakt, aber ich finde, es hat immer noch einen ziemlich geilen Style. Also der blitzt jetzt aber nicht, weil es hell genug ist. Aber er lädt auf, man hört es wahrscheinlich nicht. Ja. Blitzt ganz leicht. Und weil es natürlich auch eben eine richtige Kamera ist und kein Spielzeug, diesen Fernauslöser hier für analoge Kameras, den kann man für verschiedene Kameras benutzen, auch den unterstützt diese Kamera. Das heißt, wenn ich hier den Auslöser reinschraube, kann ich mit diesem Auslöser Fotos machen. Also ihr seht, ist kein Spielzeug. Schon ernst gemeint. Ziemlich cool auf jeden Fall. Ein 35mm Film passt natürlich nicht in diese Kamera, wie man sich denken kann, weil die ist ja kleiner als ein 35mm Film, also die gesamte Kamera, in der Höhe zumindest. Passend dafür gab es oder gibt es auch immer noch Pocket 110 Filme. Sowas hier. So sehen die aus, wenn man die kauft. Das Ganze ist eine sehr kleine Filmkassette, was sehr praktisch ist. Man muss den Film also nicht irgendwie einfädeln oder so, weil der ist schon sehr klein. Der ist ja nur, ich glaube, 13mm hoch. Das wäre dann schon ein bisschen arges Gefummel. Das heißt, es ist wirklich eine Kassette, die man reinwirft und dann kann es auch schon losgehen. Vor allem mit diesem automatischen Winder ist es ja wirklich dann, da muss man gar nichts mehr machen. Also dann legst du ein und kannst loslegen. Damals war Pocket 110 Film so die günstige Alternative zu 35mm Film. Heute muss man leider sagen, ist es eher so die Hipster-Variante davon, weil es gibt, wie bei Polaroid, auch nicht mehr die Originalfilme. Das heißt, bei Polaroid hat ja dann irgendwann Impossible die Produktion übernommen, beziehungsweise das dann so wieder reaktiviert oder neu aufgelegt. Und hier ist es so, dass die Firma Lomography, glaube ich, spricht man es aus, auf Englisch. Es ist eine österreichische Firma, aber es ist englisch geschrieben, deswegen würde ich sagen Lomography. Die stellen diese Filme her heute noch. Früher war das Kodak. Kodak hatte das erfunden, ja, aber die machen das halt nicht mehr. Und Lomography hat so ein paar Filme, verschiedene Filme im Angebot, was echt ganz cool ist. Also schwarz-weiß haben die und dann verschiedene Farbvarianten. Ich habe jetzt eben hier diese, die habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist ein ISO 200 Film. Und dann habe ich noch diesen anderen Farbfilm, den ihr auch hier eingeblendet seht. Und ich muss sagen, das ist schon ganz geil. Also man hat eigentlich noch gut Auswahl. Das Problem ist nur, also der Film ist nicht besonders teuer. Der Film an sich kostet immer 8,90 Euro, was finde ich völlig okay ist. Es sind allerdings dann auch nur 24 Belichtungen. Das ist dann wiederum ein bisschen wenig so. Man muss auch sagen, die eigentlichen Kosten entstehen dann in der Entwicklung. Man muss den ja irgendwo entwickeln lassen. Seid schlauer als ich und macht es vielleicht direkt bei Lomography. Da kostet es nämlich deutlich weniger als bei anderen Anbietern. Ich bestelle meine Filme meistens bei meinfilmlab.de. Das ist ein Online-Labor und mit dem bin ich auch happy und so. Und ich dachte mir, ja, ich habe eh Sachen zu entwickeln, dann schicke ich die mit. Ich habe natürlich schon gesehen, dass es mehr kosten wird mit irgendwelchen Sondergebühren. Aber da kommen schon saftige Gebühren drauf. Und am Ende ist es dann schon echt teuer. Also das muss man einfach sagen, es ist richtig teuer, die dann entwickeln zu lassen. Deswegen macht es dann noch lieber bei Lomography direkt, da ist es deutlich günstiger. Wenn ihr die nur entwickeln lasst, kostet es, glaube ich, 5 Euro pro Film, was ein Schnapper ist, ja, aber die meisten wollen ja dann noch Abzüge haben oder Scans oder so. Aber ich mache das ja selbst mit den Scans, deswegen habe ich mir nur die negative schicken lassen. Naja, wenn ihr das bei Lomography direkt machen wollt, das ist auch nicht gesponsert oder so, dann müsst ihr aber diese Filme nach Wien schicken, weil da ist
der Firmensitz, zumindest für Europa. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das ist eine österreichische Firma, deswegen nach Wien. Ja, das kommt dann natürlich auch noch dazu, kostenmäßig. Aber, naja, wie ihr kennt es ja selber, Filmfotografie kostet einfach immer Geld. Man muss die Sachen hin und her schicken oder man hat halt ein Labor um die Ecke, die das halt machen. Aber eben solche Lomo-Filme oder halt so Sonderfilme kosten dann meistens nochmal einen saftigen Aufschlag. Der Film ist ja nur 13 mm hoch, das heißt, er ist sehr klein, relativ zum Korn. Also das Bild ist relativ zum Korn klein, das heißt, man bekommt eher ein grobes Bild, eher so einen roughen Look. Und es sieht so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich assoziiere damit immer so ein bisschen so einen trashigen Look. Aber das kann auch echt cool sein und man kann es auch sehr gut als Stilmittel benutzen. Ist bestimmt nicht so die Everyday-Kamera, aber ich mag den Look ganz gern. Und was auch ganz cool ist, es gibt dafür, ich hatte ja vorhin schon über Zubehör geredet, es gibt dafür auch für die Objektive, ich habe hier einen Haufen Zubehör, ganz viele so Linsen, also Filter einfach. Es gibt hier einen Skylight-Filter, UV-Filter, die man draufpacken kann. Und es gibt hier diese Naheinstellungsfilter für die Objektive, die habe ich halt dann hier für alle möglichen Objektive. Die sind auch ganz geil. Ich habe hier dieses Bild von der Blume gemacht mit so einem Naheinstellungsfilter und ich finde, da sieht man schon, die Qualität ist schon ganz gut. Also es ist schon scharf und so. Also wenn man schafft, gut zu fokussieren, was nicht immer so ganz einfach ist, weil die Kamera ist ja dann doch sehr klein und wenn es ein bisschen dunkler wird, dann wird es schon schwierig. Aber wenn man genug Licht hat und sich Zeit lässt vor allem, dann funktioniert das ganz gut. Und meine Erwartung war schon, dass das eigentlich schlechter ist, ganz ehrlich. Weil ich habe mir eben viele Beispielbilder angeschaut und dachte mir, oh, das ist aber irgendwie so ein bisschen, ne, nicht so gut. Stellt sich raus, dass die Leute, die diese Fotos gemacht haben, wahrscheinlich auch einfach sich nicht so viel Mühe gegeben haben. Ich finde, bei meinen Bildern, die ich gemacht habe, da gibt es so ein paar, die ich ganz cool finde, die ich ganz gern mag. Ein paar sind auch nichts geworden, weil durch die Automatik hat man halt einfach sehr wenig Kontrolle. Wenn man jetzt rausgeht und einfach so Fotos macht wie heute an so einem ultrasonnigen Tag, wie ihr seht, dann funktioniert das schon gut. Und vor allem, wenn man auf irgendwas fokussiert, was irgendwie weiter weg ist als, je nachdem, welches Objektiv man benutzt, so 5 oder 8 Meter, dann muss man ja auch nicht mal schnell scharf stellen oder so, dann kann man ja einfach ein Foto machen. Dann funktioniert es sehr gut. Aber sobald es weniger Licht wird, und ich habe ja auch im Studio fotografiert, wie ihr seht, dann interpretiert die Kamera das Bild halt als zu dunkel, obwohl ich es eigentlich dunkel haben will und eigentlich nur einen bestimmten Bereich hell haben will. Und das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr genau, ich habe es gelesen, aber ich habe es vergessen. Ich glaube, so eine Art Matrixmessung, also so ein Durchschnitt, daraus berechnet es die Belichtung und deshalb interpretiert es dann das Bild als zu dunkel, was dann zu langen Belichtungszeiten führt und dadurch verwackelt es zum Beispiel oder es überbelichtet dann manche Stellen eher und so, deswegen sieht es dann halt nicht so cool aus. Und ich habe dann auch, wie ihr seht, ganz alleine geschafft, dass einige Bilder auch einfach nicht scharf sind. Also ich habe den Fokus einfach verkackt, muss man ganz einfach sagen, weil es eben winzig ist, wenn man da durchsieht. Ich meine, der Sucher ist eigentlich relativ hell dafür, für die kleine Kamera und groß, aber es ist halt dann doch winzig, ne, und ja, da ist es einfach, mal den Fokus zu verpassen. Man hatte so ein Split-Ding, Split-Screen, ich weiß nicht, wie man das nennt, wo man so Linien übereinander schiebt. Das ist auch nicht immer ideal, um zu checken, ist das jetzt wirklich gerade gut, vor allem in Bereichen, die wenig Textur haben. Ist es schwieriger. Aber ansonsten muss ich sagen, liebe ich diesen Formfaktor. Ich mag, wie klein und unkompliziert diese Kamera ist. Dieses System an sich. Es gibt ja immer noch viele so Lomo-Kameras, die den Pocket-Film verwenden, aber die meisten davon sind, sag ich mal, eher, ja, ist schon trashig, also die Kameras an sich auch. Es kam jetzt auch eine neue Kamera raus, sogar von Lomography, die machen auch Kameras. Aber das ist halt dann so ein Plastikteil irgendwie, also ich meine, das ist auch Plastik, aber das wirkt super hochwertig. Also diese Kameras fühlen sich einfach sehr hochwertig an und dadurch, dass es halt auch irgendwie eine richtige Kamera ist und nicht so wie die meisten Lomo-Kameras so ein Crap, macht es halt auch Spaß, damit Fotos zu machen, die in die Hand zu nehmen. Die ist klein, die kann man schnell in die Hosentasche packen, ohne dass es nervt und so. Auch mit dieser Handschlaufe finde ich auch irgendwie ganz cool. Was soll ich sagen? Macht die Kamera Spaß? Ja, auf jeden Fall. Die macht mega viel Spaß. Ist es die Kamera, die man halt immer dabei hat oder so? Oder vielleicht die einzige Kamera, die man dabei haben will? Glaube ich halt nicht, weil die Qualität einfach nicht da ist, so der Formfaktor und
Und also diese Größe und diese Unkompliziertheit, sag ich mal, die kommt halt einfach zu einem Preis und der Preis ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Und zwar eben der Qualitätsverlust und dann halt auch die tatsächlichen Kosten durch die Entwicklung und so weiter. Dafür ist es dann halt ein netter Gag. Ich glaube zum Beispiel, wenn man eine Party machen würde und dann diese Kombination hier benutzt mit Blitz, dann ist es schon ganz geil. Dann kann man da bestimmt coole Bilder machen mit dem, vor allem mit diesem Weitwinkelobjektiv, 18 mm, also auf 24 ist es dann ungefähr. Aber dafür brauche ich dann eigentlich keine SLR, sondern dann nehme ich mir halt einfach eine Point-and-Shoot. Dann habe ich auch dieses Unkomplizierte und so. Und ich meine, damit habe ich halt diesen bisschen trashigeren Look, weil es ein bisschen gröber ist und so. Naja, keine Ahnung. Es ist also dann doch nicht so die ganz ernste Kamera und es ist auf jeden Fall kein Ersatz für eine 35mm Kamera, weil ich mir denke, ich kann halt mit einer 35mm SLR, wo ich dann auch noch alles manuell einstellen kann und vielleicht sogar einen Automatikmodus habe, Bilder produzieren in der besseren Qualität für am Ende weniger Geld. Also ist eigentlich kein guter Deal. Ich glaube, die Zeit, in der der Vorteil, der finanzielle Vorteil auch von diesen Kameras da war, der ist halt vorbei. Es ist schon mehr so eine Liebhaberei jetzt. Aber ja, es ist halt so schön gemacht und so hochwertig und es macht Spaß. Deswegen bin ich auch ganz froh, die zu haben. Und ich glaube, ich werde die auch immer wieder mal benutzen, um halt parallel zu anderen Fotos, zu meinen Hauptfotos dann mal solche Bilder einzuschieben. Das ist mir sogar irgendwie lieber als zum Beispiel dann Polaroids in dem Fall. Und ich finde, der Look, der ja dann eben schon speziell ist, den kann man schon eben als Stilmittel benutzen für bestimmte Projekte. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, damit ein Cover für ein Album oder sowas zu produzieren. Oder halt Bilder für Streams oder Podcasts oder so. Also für Streaming-Anbieter. Weil die halt dann schon Charme haben und dieser Lomo-Look, sag ich jetzt mal, der ist ja auch sehr angesagt, also dieses Trashige und so. Und vor allem, wenn man die scannt und dann auch noch die Ränder sieht und so vom Film und so, das hat ja auch was. Also das allein ist schon cool. Das kann man schon benutzen, aber es ist halt, wenn du wirklich Qualität willst und die Realität abbilden willst, möglichst authentisch, dann ist es nix. Und mir ist aufgefallen, dass diese Negative relativ empfindlich sind. Also ihr seht es auch hier an den Scans, ich habe die extra nicht entfleckt oder sowas. Ich meine, ich habe auch nicht besonders sauber gearbeitet, aber einige dieser Filme haben auch einige Kratzer. Und es liegt halt auch daran, weil der Film relativ empfindlich ist. Hier nochmal die Ansage, abonniert den Kanal, wenn euch solche Inhalte gefallen. Sagt mir gern, ob ihr auch so eine Kamera benutzt oder ob euch das zu teuer ist. Schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da und im nächsten Video geht es dann um große Kameras. Also, macht es gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.